Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Raft. Ja, mit den altbekannten Leuten Kiba, dem Michi und der Charlie. Icke. Der Icke. Hallo. Der Icke! Und heute klammern wir ein paar Inseln ab. Ach, ich komme hier nicht hoch, ey. Huch! Oh, jetzt bin ich ganz runtergerutscht, ja super. Und mal schauen, was so kommt, ne? Kiba randaliert die Bäume weg. Die Kiste. Ja, geil. Eine Kiste. Eine Kiste. Ein Hinweis. Schrott und Scharnier. Oh, drei Scharniere, Michi. Scharniere. Scharniere. Nehmen jetzt auch schon Blumen mit. Ja, hab bitte. Ich schon gesammelt, glaube ich. Nein. Unser Blumenmädchen. Hast du nicht getan. Hat er nicht gemacht. Oh, voll geil. Die Karotten wachsen im Blumenkasten. Was? Gibt Karotten? Habe ich Karotten gesagt? Ja, Karotten. Das sind jetzt die neuen Karotten. Ich meine natürlich, Die Waterworld-Karotten. Meine Erdäpfel meine ich natürlich. Das Gold der Erde. Das kann ich ernten. Ja, ist richtig. Was haben wir denn noch so schön in der Tasche? Hier. Oh, ich habe noch 4 Pakete. Ja, dann machst du mal auf. Dann wollen wir mal gucken, was wir bekommen. Oh, das sind aber meine Amazon-Pakete. Dürft ihr nicht reingucken. Oh, ein Tisch. Aha. Also, Schatzi, komm mal mit. Du hast gelernt. Was ist das? Was stand da? Weiß ich nicht. Ey, auch nicht. Irgendwas mit Mutti. Plumps. Ein Plumpsklo. Das ist Patrick. Wo ist denn die? Ich bin kein Plumpsklo. Motivationsquote. Komm hoch. So. Guck mal hier mit drauf. Ja. Yep. Da unten, okay. 651 steht. Da möchte ich gerne hin. Okay. Da will sie hin. Oh, ein Kerzenständer. Für Candlelight Dinner. Und ein Stuhl. Ganz wichtig, endlich. Ein Barhocker. Doch, den Barhocker. Ich bin immer noch dafür, dass es so ein automatisches Anschalten geben müsste. Es gibt eine Mod, da kannst du das quasi programmieren, dass alles auf einmal angeht. Ja, Schatzi, nein, oder ich bin nicht mit Mod. Mods ist langweilig. Darum geht's auch gar nicht. Sie doch erzählen. Das wäre die einzige Möglichkeit, die es halt aktuell gibt. Ne? So, kann jemand mal ganz kurz den Anker hochmachen? Dann kann ich. Aber natürlich. Dann geht's sofort los. Aber noch nicht wegfahren. Wie, noch nicht? Ich bin hier noch in der Höhle, hier ist noch Metallerz. Ja, so, okay, du kannst weit sammeln. Ich werde dann schon mal drehen. Das ist in Ordnung. Ja. Er will drehen, okay. Ich dachte, ich nehme das Metall ja noch mit. Vielleicht da trinke ich auch gleich. Kommt drauf an, was das hier für eine Höhle ist, ob das ein Ende hat. Ich bewege mich nicht, ich drehe mich einfach. Beim Anker bleiben. Imaginär. Anker ziehen. Oh. Anker. Was war das denn? Was war das denn gerade? Entschuldige. Ich kam gerade aus der Höhle raus und auf einmal war der Hai da vor mir am anderen Ende der Höhle. Alter, das war richtig viel so ein Horror. Alter, das Geräusch, das war. Das werden wir auf jeden Fall nochmal benutzen. Oh Gott, ey. Wie war das? Am Ende des Monats gibt es dann immer einen schönen Zusammenschnitt, mein Schatz. Ups, Entschuldigung, Michi. Falsche Seite. Dann gibt es immer so einen Zusammenschnitt. Ein Best-of. Metalle. Ich bräuchte noch eine Kiste, wo ich die ganzen Pflanzen reinbringe. Ah, jetzt ja. Eine Kiste. Komm ich dir? Wir haben noch gar keine Sand. Wir haben noch gar keine Sand. Schon eine Kiste. Farbmühle? Das hast du nicht gesagt. Lass mal, ob ihr eine Farbmühle herkriegt. Dann könnt ihr die schon mal da hinsetzen. Eine Farbmühle? Farbmühle. Ich baue noch 6 Schrott. Ich baue eine Farbmühle. Ich bin so richtig der Dekorateur. Nee, hier stimmt irgendwas nicht. Ich habe eine Farbmühle hergestellt. Ich bin so gut. Wenn du einen Pinsel haben, dann kannst du dir den Mädels jeweils einen Pinsel in die Hand drücken und sagen, hier, malt. Aber die muss ich doch im Wasser anbringen, oder nicht? Irgendwie. Ja, genau. Die dreht sich dann mit. Die wird von dem Wasser, von der Strömung halt mit. Ja, von der imaginären Strömung. Genau, von der Störung. Von der Störung. Mal ganz kurz an den Ofen ran. Jo. Da ist nämlich mein schönes, mein Braten, der brät. Oh, ah, jetzt ja.
einbraten. Ja. Nach 400 Meter entfernt. Ja, mit 10 Minuten ungefähr schon der Wecker geklingelt. Dann ist er ja gleich trocken. Nö, das glaube ich nicht. Wer hat die Rüben geklaut? Kiba. Ich hab nur nachgefunden. Alle gegessen. Rüben, alle. Das waren Kartoffeln. Nein, Rüben. Nee, das waren Rüben. Kartoffeln. Ja, ich hab einmal 20 genommen. Nur, das wäre jetzt zu deep hier. Wo sind sie alle hin? Das ist meine Notfallkiste hier. Ach so, das ist ein Schrank, da gehören keine Lebensmittel rein. Doch. Das ist, das ist ein Schrank, da gehören keine Lebensmittel. Ich hab rausgenommen. Das hab ich alles in Roh reingetan. Alles ihr bringt mich durch. Okay, wir halten fest. Charlie ist ja Chef hier in der Küche. Charlie sagt, wir sollen links nehmen, also ist ja okay, oder? Sonst kriegen wir demnächst wieder einen Dreck zu essen. Glaubt mal dran. Das Ruhe wird nicht angefasst. Wenn wir uns nicht benehmen. Wir müssen noch ein Stückchen nach rechts. Nee, nach links. Immer nur wieder von der hier bestellt und so. Ja, unser Navigator macht das schon. Unser Navigator macht das schon, hab ich gesagt. Nee. Gerade vor uns raus. Achso, wenn ihr seht, dass eine Insel kommt, ne? Einfach mal einen Anker schmeißen. Ich bin gerade voraus. Ah, jetzt ja. Eine Insel. An der Insel, wenn wir da näher dran sind, könnt ihr einfach Anker schmeißen, Mopeds ausmachen. Ah, jetzt ja. Tut, tut. Schön gesaftet. Was war das denn? Der Michi hat einen Braten in der Röhre. Er ist schon 1,5 Jahre alt, ja. Nee, den meine ich nicht. Wenn man hier jetzt den Boden wegnimmt, bleibt die Treppe trotzdem stehen. Probier's raus. Das weiß ich nicht. Also wenn man nur das eine Feld hier wegnimmt. Probier's du raus. Wahrscheinlich. Erst mal. Dann reißt die ganze Treppe vielleicht ein, ne? Da gibt's eine neue. Okay. Könnte sich jemand Richtung Anker Angst. Begeben? Ja, sag mal wann. Ja, ist doch schon Bescheid. Probier's mal mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jetzt. Diese Bälle über Bord. Und okay. Und wenn du sie geworfen hast. Ali? Hä? Was denn? Guck mal, da kommen Algen aus unserem. Hä? Könnte noch jemand den Motor ausmachen? Halleluja. Da kostet ja nichts, wenn sie sich nicht bewegen, ne? Ja, aber ich kann mich nicht so gut bewegen. Und es klingt auch sehr nervig. Rodunk, rodunk. Schluck auf. Und V14. Ja, mit Schluck auf, ja. Okay, dann schmeiß ich halt hier die ganze. Ich hab noch ein Paket gefunden, geil. Oh. Ein was auch immer. Ein Monster. Verstand da? Ein Monstera. Scheint wohl irgendein Busch zu sein. Altera? Ein Monstera, ja. Ich bin in der Pflanzenkunde nicht so bewandert. Okay. Okay, so. Baum. Was kommt da hin? Ein Baum, ja. Da rein. Was ist das für eine Rose? Baum. So. Oh oh. Oh oh. Ja, glaube ich, ist sowas. Auch recht. Ich weiß nicht, ob ich auch gehört. Muss mal oben ans Nest gucken, ob da ein Ei liegt. So, ich werde mich mal auf die Insel begeben, ne? Ja, machen Sie das, ich tauche. Oh, eine Ziege! Ein Ziegenbock, der... Wo mir Angst hat. Okay. Ich hab die Treppe mit weggerissen. Sehr schön. Oh. Wir haben nichts anderes von dir erwartet. Wollten ein Wasserloch haben. Ein Wasserloch. Jetzt wo man halt nicht reinläuft, weißt du, deswegen unter der Treppe. Also beim Ankerplatz zum Beispiel hättest du auch Wasser holen können. Ja. Ja, eigentlich schon, ne? Oh, ja, aber das... Nein, das ist dir zu weit. Euer Ernst? Hey, nicht meiner, ihrer. Ich hab nur lustige Sachen gesagt. Sag mal, bist du eigentlich blond in real life? Sag lieber, ich weiß nicht so genau. Also wir könnten ein Tier fangen, wenn ihr wollt. Ja, wir haben einen, so hier ist ein Ziegenbock. Eine Ziege? Aber wir können auch zwei Tiere fangen. Und ein ekliger Vogel.
Hast du denn Netzwerfer? Ich habe einen Netzwerfer, ja. Das heißt, wir brauchen eine Grasfläche. Ja, ach du Heilige. Haben wir das überhaupt schon gelernt? Wir brauchen erstmal eine Schaufel. Wir haben nicht mal eine Schaufel. Ja, und Erde. Ich baue mal eine Schaufel. Oh, ich habe ein Schwein gefunden. Ja, mittlerweile müssen wir doch eine Schaufel bauen können. Ja, können wir, aber. Aber Michi will nie sein Eisen abgeben. Doch, ist doch genug da. Ja, das mache ich auch gerade still und heimlich, wenn du deinen Braten in der Röhre achtest. Hier ist noch in der Kiste Eisen. Nein. Hast du rausgenommen? Ja, das hier habe ich rausgenommen, um einen den hier zu bauen. Ob der durch ist? Schweinebraten? Oh ja. Ah, dann lieber doch noch einen Moment. Hey, der ist perfekt. Der ist ganz grün in der Mitte. Ja, dann solltest du den auf jeden Fall noch, auf jeden Fall nicht mehr reintun. Der ist dann super. Oh, ich mag immer dieses Wetter nicht mehr. Das Wasser so. Da bin mir immer schlecht, mich. Das wackelt mir alles sehr. Da sprach der Angler. Nur eigentlich juckt mich das gar nicht, auch nicht im Echt. Genau wie Bobby, weißt du, Bobby auch so. Ah, oh, ich bin der Angler und so, ne? Ist das eher und seekrank, ne? Ja. Echt jetzt? Ja. Ach du Heilige. Bist der Mann, ey. Also Hochsee ist Felix für ihn. Auch wenn ihm das scheißegal ist. Er will trotzdem. Ach du Heilige. Nein, verdammt. Nein. So verdammt. Heute auf das Löwennest gucken. Das Löwennest? Ja, das Löwennest. Das Möwennest. Ein Metall. Ein Chani. Ne, eins Bolzen. Und Holz. Tada! Habe ich eine Schaufel. Ja. Brauchst du einen Haiköder? Wieso so viel reicht nicht? Irgendwie habe ich das Gefühl, er will dich loswerden, jemand. Bin mir noch nicht sicher. Sie sagt aber die ganze Zeit nicht, dass sie Gronau ist. Ja, ist doch voll gut. Sie ist weil ich mich gerade mit einem Wildschwein gekloppt habe. Ja, ist doch gut. Und mich konzentrieren wollte. Entschuldigung. Ja, wie kannst du nur? Ja, ne? Aber immerhin hast du dich entschuldigt. Ist hier überhaupt ein Loch, wo man Erde holen kann? Bestimmt, auf der Insel. Ich bin noch nicht mal ansatzweise durch, ja, aber ich verdurste gleich. Ne? Ja, hier ist ein Loch, glaube ich. Ja, hier ist ein Loch. Bist du noch auf der Insel? Ja, ne? Ich bin auf der Insel. Werfe ich einen Köder. Erde. Pilze für Charlie. Das ist gut. Pilze, das wäre auch noch eine Idee. Schatz, magst du Pilze? Nein, magst du nicht. Nein. Das ist dasselbe, wie wenn ich Charlie fragen würde, magst du Pilze? Nee. Wie kann, oh, ja. Schön Pfifferlinge, schön frische Champignons, oh, und Sahnesoße oder so. Mmh, oh. Ohne Witz, schreibt mir in die Kommentare. Pfifferlinge und Champignons, schön frisch in Sahnesoße. Geil. Ah, keine Pilze? Hä? Nein. No, pro Pilze. Pilze. Pro Pilze. Ich mag keine Pilze. Pro Pilze. Schöne Pfefferlinge. Oh ja. Oh, Alter, Steinpilz. Geil. Früher damals auf dem Hof haben wir Dings gehabt, so Kies auf dem Boden, ne? Also so vorne die ganze Auffahrt. Also das ist und echt jedes nicht... Jahr konnten wir aus diesen Steinen konnten wir Steinpilze rausfischen. Das war immer geil. So als kleine Kinder, weißt du? Echt blöd. Ja. Okay. Ein paar Tage her bei mir. Um die, warte mal, lass mich lügen. 25 Jahre? 25? Ja, jetzt übertreibst du mal. Echt noch so hier? Ja, da war ich 7. Oh, okay. 6, 7, ja. Ja, schon knüppelhart auf die 40 zu. Ihr merkt das schon. du gehst genauso hart auf die 40 zu, wie ich auf die 30 zugehe, hä? Ja. Nur die Mädels, die sind hier die Jüngsten. Ja, ich bin die Jüngste. Relativ unverbraucht. Bist du jünger als Charlie? Ja, ein Jahr. Echt? Nee, Quatsch, gar nicht. 9 Monate. Uff, okay, ich wollte gerade sagen. Mach mich Kopf nicht. Raus, da, Kopf raus. 9 Monate jünger. Michi auf kämpft mit dem Braten. Genau. Der ist schon längst draußen, das ist schon geschnitten, aber... Ach so. Brauchst du noch einen kleinen Topf? Ach so, dann kämpfst du mit dem Topf. Gemüse. Ach so, wo ist denn hier dieser komische Tisch hin, dieser Forschungstisch? Der ist oben, neben dem Steuerrad. Ah, linke Seite. Okay. Rechts Seite Steuerrad, linke Seite. Damit wir hier Erde machen können, damit die Mädels hier Gras haben können, damit die Mädels Tiere haben können, damit die Mädels... Ja, illegal, ne? Illegal. Der zweite Apokalypse. Psst.
Das weiß ja keiner. Haben wir doch kein Bienenglas gefunden? Nein, ich hab hier schon wieder einen Scheiß. Sondern? Bienen. Und dann nimmt man ein Netz und fängt sie. Ah, gibt's Sinn. Aua. Werde hier attackiert. Ja, Karma. Oh, wir können, wenn die Wolle machen, können wir endlich Rucksäcke machen. Oh, ich liebe Champignons. Mais. Au. Erbsen und Möhren. Was nehmen wir denn, Scheiß? Erbsen und Möhren? Oh mein Gott. Ich brauche eine. Was? Nein, ich will. Ahnung. Absolute Verwirrung. Ich will zwei Seile, ich will einen Haiköder. Okay, also ich könnte jetzt, wo machen wir denn unseren, wo kommt denn der Stall hin hier? Ich brauche Zaun. Der Stall kommt... Den machen wir hier drüben, oder? Ja. Hier erstmal, oder? Charlie, hier tauchen? Ja. Oh, warum hast du ein Tauchgerät? Ich will auch Tauchgerät und Flossen. Hast du einen Metallhaken? Nein. Hier, komm her. So, okay, wo wir hier am besten, ne? Aber dann musst du mal eben Zaun bauen. Warte. Einmal da und jetzt einmal weiß ich da. Auch, warum mein ganzer Glibber leer ist. Was ist denn? Ich hab mir den gerade erst genommen. Nicht den Zaun. Sammel doch Algen. Kannst doch alles wieder ein. Ja, das Zeug wächst ja wie auf Bäumen, ne? Hier unten schon, ja. Ja. Machen wir erstmal 4x4 Feld, oder? So. Puffisch. Wo ist denn dieses komische Zaun? Achso, da brauche ich ja den Hammer zu. Da brauchst du echt. Ja, ja, so schlau. Ist nicht schlimm, ich hab's schon gemacht. Aber ja, machen wir 6x6, oder? Er soll sich ja auch gönnen können. Der Topf ist irgendwie zu klein. Ah, ich bin so blöd. Wo kommt jetzt die Tür hin? Die hat mir einfach die Tür verbaut. Ja, so muss das, hallo? Hab ich auch gehört. Nägel? Oh, dafür brauchen wir wieder Nägel. Ja, das bewegt. Wo ist der Barmann mit den Nägeln, wenn man die mal braucht? Ja, ist so. Also, ich brauche ein Metallspeer. Ein Metallspeer? Nee, wir haben leider echt kein Metall. Wir brauchst du ein Metallspeer? Wir haben auch kein Metall. Ich brauche ein Metallspeer. Charlie, du. Ich sammle gerade welches. Ich schwimme schon an der Kante längs hier. Ich hab. Wieso klappt das hier nicht mit dem Kochen, ne? Ja, der ist doch, Kiste ist doch voll. Ich werde jetzt den Haier legen, damit der Charlie nicht auf die Haier geht. Ja, ich habe ja extra einen Köder reingeworfen. Ja, der hat aber schon gar keinen Bock mehr auf den Köder. Der hat schon Bock auf unser Boot, der hat Sacktack. Was war das? Kommen Sie ran. Ja, der will, glaube ich, zu dir, oder? Ja, ja, ich versuche ihn abzulenken. Oder pass auf. Mach du mal ganz normal weiter deinen Kram da. Ja, kurz Luft holen. Ich glaube, er will mich. Guckt er mich an? Ja, er guckt mich an. Yes, guck mal, hier ist doch noch ganz viel Seetank. Wie an Algen wächst das. Ja, hier unter unser Boot, ey. Richtig viel Eisen. Puh. Oha. Charlie, ja, wie wär's denn, wenn du nicht auf den gehst? Ja, aber hier Geh ist... Geh doch mal woanders, bis ich den getötet hab, bitte. Geh doch so lange woanders hin. Ja, schon. Wie so lange mit dem anderen Ei? Gibt kein anderen Ei. Ich weiß. Ein Glibber. Hä, wo ist er hin? Bruder, nicht jetzt, ich muss atmen. Boah, was? Ich hab ihn abgestochen. Hab ihn abgestochen. Ist er tot? Er ist dead. Nein, er ist dead. Und wo war jetzt das Kupfer? Und das hier oben ein. Unter dem Boot. Unter dem Boot, Boot. Man fässt das nicht mit dem Finger an. Sag mal. Hau ihn auf die Pfoten. Hab ich. Naja, auf sehr gut. Hau ihn nochmal auf die Pfoten. Hat sie länger aus. Nein, ich mache nichts zwei Teller fertig. Ich mache nur einen für mich fertig, einen großen. Sehr gut, vernünftig. Was denkst du denn? Weiß nicht, worum es geht, aber. Keine Geduld. Keine Geduld der Jungfrau. Wenn ich Hunger habe, werde ich zum. Da wird sie zum Tier. Esel. Zum Esel. Ich klopfe mich jetzt wieder mit dem komischen Wildschwein da oben. Achso, ja, macht aber so. Brauchen wir auch Steine? Ich gehe tauchen. Ja, immer her damit. Nee, Steine nicht wirklich mehr. Oh, nee. Vogel. So, hallo Böckchen. Nicht dich, Böckchen. Aber nicht töten. Nein, nein, nein. Ich wollte doch fangen. Ich muss. Ja, ich fange das gleich noch. Da hinten hoch. Das ist. Da hinten ist ein Wildschwein. Da muss ich mich erstmal mit beschäftigen. Damit muss ich erstmal klarkommen. Achso, ja.
Rebecca, komm zu Mama. Oh nein. Patrick, habt ihr mal ein Foto geschickt? Kannst du ja, hab ich gehört. Ist. Haben alle gehört. Oh, gucken wir uns einen guten Braten an, weil jetzt muss ich mal schnell gucken. Oh, ja, der sieht gut aus. Jetzt habe ich Hunger. Ich werde doch Pizzabrötchen. Ja, ich krieg gleich Snackrolls mit Pizzabrötchen. Von Smileys. Unbezahlte Werbung hier. Aua. Hab ich mir nicht gerade. Da. Attacke. Aber Sand und so können wir eigentlich immer gebrauchen, oder? Ja, das nehme ich alles mit, aber was ist mit den Steinen hier, mein? Nehme ich auch einfach mit. Ich höre schon wieder eine Möwe. Ich hör Eisenerz unter unserem Boot. Jetzt? Hört durch ja, das da nicht. Ist noch irgendwas an der Wand. Verarsche das Schwein. Verarscht das Schwein? Wieso erzählst du dem Witz? Oder? Da ist leider nur Kupfer hier. Egal, Kupfer brauchen wir auch, hä? Auch mit, alles gut. Ja, war ich gerade auf dem Weg hin. Ich habe keine Flossen. Hättest ja woanders hingehen können. Jetzt muss ich für den ganzen Weg schwimmen. Ich dachte mal ein bisschen schneller unterwegs sein, hier kann ich. Ja, irgendwo müssen wir ja auch mal irgendwann mal faster werden, ne? Das ist richtig. Ich weiß noch nicht, ob es hier auf der anderen Seite der Insel, ob es da auch noch hier Sachen gibt. Au. Eigentlich gibt es immer zweimal Sachen. Denn einmal ist zweimal. Meinst du, kriegst du das hin mit dem Schwein? Ja, ist tot. Ist tot? Sehr schön. Er ist wieder da. Dauert zwar ein bisschen länger, aber. Komm mal kurz an Land hier. Muss ich mich nur noch mit dem komischen Adler befassen, der mir manchmal ab und zu einen Stein an den Kopf knallt. Stein an den Kopf schmeißt, aber das ist auch nicht gut. Gibt Gehirnerschütterung, habe ich gehört. Ja. Alles ready. Swatch an Kambodscha. Erzählen Sie uns mehr. So, hier Patrick, nochmal ein kleines Update. Update? Geil. Oh, alle haben gehört, jetzt gab's Update. Kunde. Gerade unter Wasser. Jetzt gab's da Update. Nächstes Foto. Oh, wir kommen gleich vorbei. Also wirklich. Mein Gott, ich krieg jetzt mein Essen. Krieg Kiba Snackrolls. Oh, Porno. Oh! Nee, ein Porno kriegst du nicht. Aber Snackrolls. Machst du mal bitte das Fenster zu, es ist kalt. Irgendwas passiert. Aber nicht mehr hin und dampfen, weißt du, ne? Doch, war Durst. Hat er die Tür auf. Ich dachte, du dampfst doch nicht mehr. Haben wir irgendwo eine Flasche? Flasche? Ich hab Flasche in der Tasche. Naja, wenn leer wäre, weißt du, könnten wir da auch Werkzeuge und ähnliche Sachen reinpacken, wie Flaschen oder so. Hier ist keine Flasche. Hat jemand eine Flasche und ist auf dem Boot? Ja, ich bin auf dem Boot. Warte, ich kann auch eine Melone essen. Ich bin auf dem Boot, ich habe eine Flasche. Wieso hast du eigentlich keine Flasche? Weil eigentlich müsstest du eine haben. Ich habe extra eine für dich fertig gemacht. Für ihre Atmung. Ja, die ist vorhin irgendwann verschwunden. Die ist echt verschwunden. Ja, Schatzi, könntest du ein zu Lama. Mir kommen? Die trägst du auf dem Rücken. Ein Lama habe ich hier. Und atmest durch ihr. Wo bist du denn? Auf der anderen Seite der Insel. Oh, hier ist eine Höhle. Im Wasser, nichts übersehen. Ja. Da ist eine Tasse, nämlich. Und du solltest Platz in der Tasche haben, wäre gut. Ja, ich bin gerade auf dem Boot und habe gerade leer gemacht. Auf der anderen Seite der Insel, das heißt, ich laufe einmal rüber. Ja, könntest du machen. Tue ich das. Weißt du, Patrick, wen ich jetzt gerne hier neben mir stehen haben möchte? Wen denn? Von hier. Weil? Naja, wegen der Sau, die ich hier gerade aufschneide. Ach du Heilige. Die Diskussion ist schon geil. Hier so ein Scharnier, das kann ich nicht mitnehmen. Bist du schon unterwegs? Bin unterwegs, ja. Weiß zwar nicht genau, wohin ich muss, aber... Metal,
Da hat gerade da hat irgendwer was geworfen gerade. Ja, es war ein Ding. Vogel auf mich. Ja, dann bist du auf der richtigen Richtung. Wo denn? Relativ weit draußen auf dem Wasser. Stehe ich. Bist du? Ja, ich bin Moses. Er spielt gerade Breakwaters. Warte, ich guck mal eben. Hier ist ein Stein im Wasser. Hier sehe ich dich nicht, das heißt, ich bin noch nicht ganz richtig. Wir hatten das Licht in dem Spiel ausgemacht. Da bist du. Oder ist das Keeper? Das bin ich. Ich bin im Wasser. Immer. Ah. Ich stehe in so einer riesigen Bucht. Hier ist eine riesige Bucht. Nicht am Meer, sondern an der Insel. Nein, ich bin im Wasser. Hallo. Wo seid ihr denn? Ich glaube, ich sehe dich. Aga, Aga, Uga, Aga. Ja, ich habe eine Schaufel jetzt in der Hand. Hier bin ich. Hier. Ja. Dunkel. Vielleicht in die andere Richtung weiter. Also jetzt bin ich bei dem Alpaka, also noch mehr geht nicht. Du bist da hinten. Was heißt da hinten? Bei dem Alpaka. Da, wo der Vogel sich gerade einen Stein holt. Ja. Genau da, wo der Vogel jetzt hochkommt. Ich weiß, wo er ist. Wir müssen durch die Höhle. Ich weiß nicht, der Vogel ist... Oha, jetzt hat der Vogel was auf mich geworfen. Weil in der Höhle war nämlich, hinter der Höhle war nämlich das Alpaka. Hier dich. Ja, und da hinten, aber ich weiß nicht, da liegt noch ein Scharnier im Wasser. Ja, ich guck mal. Ich hier das. Oh Gott, ich seh nix. Das Alpaka ist so fett. Hast du schon gefangen? Ja, ich hab's gefangen. Ich seh nix. Hier so lange noch ein bisschen tauchen. Bei mir ist hinten ein Känguru, ja. Känguru? Ja, das hüpft hier gerade Richtung. Das ist ein Alpaka. Ja, das sieht aus wie ein Känguru. Ach, das ist. Patrick, du bist das Känguru warm. Ja, ich. Achso, ja, ich drück dir jetzt eine Leertaste. Ich schwör, das sieht aus, als wäre so ein Känguru angesprungen. Ja, ich hab deine zwei Beine und oben sind. Der Kopf, weil so, der so hoch ist. Oh, ich hab's gefunden, glaube ich. Ich sehe das. Das ist ja immer so ein bisschen. Musste man die noch irgendwie zähmen? Nee, ne? Ah, ich hab's. Gib ihm Gras. Ah ja, stimmt, irgendwie so war das, ne? Dafür mussten wir die Felder ja auch gießen. Das ist ein Bauplan-Motor. Naja, sehr schön. Hab ich gemacht. Ich hab Metall noch gefunden. Hatte gerade noch Wasser da. Ah, da. Ich hab also das Paddel auch aufgenommen. Man braucht eine Schere, ne? Du brauchst eine Schere, um ihn zu rasieren. Ja, Gillette und so. Aber wir sollten ihn erst rasieren, wenn Gras gewachsen ist. Besser. Du meinst, dass er direkt wieder was essen kann? Ja, sonst guckt er wieder so böse und traurig. Oh, hier in der Bucht ist noch richtig viel. So, willst du mal eine neue Treppe hier hinbauen? Warum ist da ein Loch? Frag nicht. Ich kann auch eine Treppe bauen. Hab ich noch? Nee, ich hab keinen Hammer dabei. Warte, ich hab heute. Ich hol drehen. Halte ich meine Route ins Wasser. Oh, Gras wächst. BTF, schon wieder ein Schwein. Ja, die spawnen noch die ganze Zeit, Kiba. Hier ist eine Kiste. Da ist noch eine Ziege. Soll ich die Ziege auch gleich damit wegsnacken? Ja. Ja, dann müssen wir aber gleich zur nächsten Insel fahren und nicht mehr lange rumhampeln, ne? Ja. Wir brauchen mehr Erde, weil sonst sind die unglücklich. Sammeln nur schnell die Erze hier noch. Ich bin American Sniper, meine Fresse. So, ich bin wieder auf der Insel. Auf dem Boot. Auf der Insel. Junge, bin ich das. Ich hab, ich muss noch ein bisschen mit. Zwei Ladungen, zwei Tiere gefangen. Ha, der Vogel hat gerade was auf. Der war eine Möwe. Hier gibt's echt viel Metall, ey. Ich wollte eh noch mal gucken. Wollte eh die Inseln gucken wegen. Oh! George! Gegen Bruce, meine ich! Lass mein Boot in Ruhe! Ich bringe auch ganz viel neuen Seetank mit. Ja, Tasche ist full, keine Ahnung. Hallo! Muss ich erstmal umsortieren. Ihr neuen Mitbewohner. So, jetzt einmal Tasche leeren oder machen wir die Düse? Metall, Kupfer. Ja, ich bin auf dem Rückweg. Zu den Steinen tue ich erstmal die Erde. Stein, das ist Puffisch. Erde. Puffisch. Ich den wahrscheinlich eh nicht. Nee, wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal weiter. Oh doch, ich habe ihn gepikst, aber ich habe keinen Speer mehr. Ja, ich muss jetzt mal eben hier. Ich muss ja erstmal aufräumen hier.
Ja, katastrophal. 5 Wochen nicht gespielt, so wie es aussieht hier. Was haben wir gefunden für ein neues Rezept? Duelex. Haben wir noch nicht. Duelex Wels. Perfekt. Patrick, es ist gleich 6:30. Das ist sehr korrekt. Nein. Und dann gibt's was zu essen bei mir. So, ich hab noch einen Metallhaken, wenn jemand einen will. Den habe ich gefunden. Meiner ist gleich kaputt. Hier einen Metallhaken? Ja, ich habe noch keinen. Hier? Aber ich benötige eigentlich auch gar keinen. Weil du stimmt, was stimmt, du gehst die tauchen. Richtig, willst du ihn wieder haben? Nee. Bald. Du kannst auch mal tauchen gehen. Richtig. Volle Socke. Ich brauche nur Metallsperre. Dann gehe ich jetzt wieder hier an den Dings ran, gehe jetzt hier wieder in den Schrank ran und pack da wieder so einen Haken rein, weißt du so. Das ist halt ein Schrank, da kann man halt einen Haken reinmachen. Ja. Mach das, das kannst du mit dem, das kannst du mit dem Küchenchef klären. Hab ich auch gerade. Hab ich gerade. Geklärt. Nee. Ja, ich bin, das mit mir da gar nichts geklappt. Mir ist aber egal. Bin ich hier, ich bin für nichts hier zuständig da. Meuterei! Ich bin zurück. Du verdienst dein Geld einfach so, ne? Mir gehört das Schiff. Ich bin der Captain. Oh, Captain, mein Captain. So, dann würde ich sagen. Gibt's eine Blumenkiste? Nächste Insel. Wo ist die nächste Insel? Nö, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn wir auf dem Weg zur nächsten Insel sind und wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, ne? Tschüss. Durchhalten.